Wir bauen hier unseren neuen Firmenhauptsitz. Wir sind ein Wellnessbaubetrieb in zweiter Generation. Da heisst der Brüder und ich dürfen vom Vater einen Sauna- und Dampfbadbaubetrieb übernehmen. Hier am neuen Standort, wo wir eigentlich alle unsere Geschäftsbereiche zusammenführen, haben wir eine Schreinerei, die wir integrieren tun. Jetzt stand ich hier hinten, also vor einem 9 Meter hohen Rohstofflager, Holzregallager. Unter uns haben wir eine Spedition und ein Lager. Auf gleicher Ebene hier hinten entstehen rund 300 Quadratmeter Showroom. Oben in eine 100 Quadratmeter grosse Nutzungsanlage. Selbstverständlich haben wir im ersten Stock ein Büro und im Empfang eine kleinere Showausstellung, wo wir einen Überblick geben über unser Sortiment. Grundsätzlich sind wir auch eine Schreinerei und sehr holzverbunden mit unseren Produkten. Zumindest im Saunabau und auch die ganzen Innenausstattungen, die wir zum Teil machen. Und von dem her war es für uns naheliegend, dass wir das Gebäude bauen aus Holz, das zu uns passt. Die Lagerhalle und die Produktion ist ein Skelettbau. Massiver Dings. Und das Büroteil ist das Fertigteil Wend und auch massiv Holzdecken. Was die Ausführung des Alpica anbelangt, kann ich grundsätzlich den Mitarbeitern sehr gute Noten aussprechen. Es ist immer sehr angenehm, das Zusammenarbeiten. Es ist auch auf der Baustelle, es herrscht Ordnung, es ist ruhig, es läuft geordnet ab. Also bis jetzt haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. Wir werden morgens das Dach aufbringen und dann etwa noch zwei Wochen innen ausbauen.